Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei TV Turing Schweinfurt. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Es ist schon mal ein guter Schritt, dass wir jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn bekommen werden, auch wenn es noch eine Weile dauert, weil damit der freie Fall der Löhne nach unten etwas abgebremst wird und weil halt viele Arbeitgeber leider nicht mehr tarifgebunden sind. Aber ich denke, ein Tariftreuegesetz ist darüber hinaus sinnvoll, weil die Konkurrenz zwischen den Unternehmen nicht über den Preis laufen soll, sondern über die Qualität. Mit Tariflohn habe ich so meine Zweifel. Warum? Erstens, es gibt viele Handwerker, dass die Frage, welcher Tariflohn gilt, welchen nimmt man, schließt man damit gewisse Handwerksbetriebe aus. Das Lohnniveau in einer etwas schwächer strukturierten Region, wie vielleicht die Region Haßberger-Rhön-Grabfeld, ist das Lohnniveau vielleicht auch etwas niedriger, weil auch die Lebenshaltungskosten niedriger sind, wie im Gebiet wie München oder Nürnberg. Da sind auch das Niveau dann höher und damit würden wir Firmen aus dem ländlichen Bereich möglicherweise auch ausschließen. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Natürlich kann man sagen, dass man durch Volksbefragung vielleicht die Bürger noch mehr an die Politik ranführt und auch dafür sorgt, dass sie sich noch mehr für Politik interessieren. Ich habe jedoch Bedenken dahingehend, ob nicht Sachverhalte auch zu komplex sind, um die einfach mit einem Ja oder mit einem Nein abstimmen zu können. Volksbefragungen, so wie sie heute von den Freien Wählern beantragt wurden, lehnen wir aus dem Grund ab, weil wir zum einen die bayerische Verfassung ändern müssten und weil wir damit dann auch die repräsentative Demokratie gefährdet sehen. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum hier bei TV Turing Schweinfurt.